Immerhin letztes Jahr 293.000 plus gemacht. Hier drüben sieht man es. 1854. Und es dauert, glaube ich, auch eine Weile, bis wir überhaupt neue Züge bekommen. Ich glaube, das hat ungefähr 10 Jahre gedauert, bis der erste neue Zug kam. Man sieht auch in der Fahrzeugliste, wie alt die sind. Und wenn die ihre Lebensdauer erreicht haben, das sehen wir nachher als erstes bei den Straßenfahrzeugen, bei den 4 Pferdefuhrwerken, die dann 15 Jahre erreicht haben, dann schaltet das in eine rote Schrift um und wir kriegen auch ein kleines Fenster unten angezeigt, wo steht, dass wir die austauschen sollen. Und zwar müssen die dann alle ins Depot zurückgeschickt werden und wir können die dann verkaufen und kaufen einfach 4 neue und schicken die wieder auf die Linie und dann geht das Ganze von vorne los für die nächsten 15 Jahre. Was sagt denn unsere Öllinie? Ja, nur grüne Zahlen. Super. Super, super. Unsere zweite Zuglinie ist noch nicht ganz so im grünen Bereich. Dafür sollte das die erste allerdings sein. Ja, das sieht schon mal besser aus. 400.000 im letzten Jahr. Das pendelt sich gerade so bei einer 500.000 ungefähr ein. Ah, da kommt jetzt hier gerade wieder an. Und klingelt die Kasse. Jawohl, 428.000. Das sieht ja ganz gut aus. Ich lasse mal die Zeit noch ein bisschen vorwärts laufen. Obwohl, wir können ja einfach mal hier so ein paar kleine Straßen miteinander verbinden. Das kostet uns ja Spaß. 16.000, das ist okay. Das Gute ist, wir werden gefragt, ob wir die Straße wirklich bauen möchten. Der macht das nicht einfach. Finde ich ganz gut. Falls mal aus Versehen mal irgendwas gezogen hat, was man eigentlich nicht möchte, dann kostet es viel Geld und man kann das vielleicht nicht so einfach rückgängig machen. Ich glaube, hier gibt es gar keinen Rückgängig-Knopf. Kreuzungen und so weiter werden automatisch erstellt. Das gefällt mir auch ganz gut. Allgemein das System für einen Straßenbau oder für einen Gleisbau ist hier ganz gut gelöst. So, verbinden wir die beiden noch. Oh, das war teuer. Ja, dann können sich hier überall... Können ja hier noch eine kleine Straße bauen. Legen die auch automatisch neue Straßen an oder müsste ich das theoretisch machen? Frag mich, was das hier soll. Ist egal. Hier geht es auch vorwärts. Wir warten jetzt auch schon eine ganze Menge Leute und er kommt gerade an. Können wir mal gucken, was der uns mitbringt? Ja, ist ja schon mal was. 33 Fahrgäste hat er geladen. Und es warten schon wieder hier unten 15. So, verbinden wir hier auch noch ein paar Straßen. Kriegen wir hier eine durch? Das geht nicht. Man kann auch die Gebäude abreißen. Kostet allerdings unwahrscheinlich viel. So ein kleines Haus, 126.000. Hier knapp 900.000 für so ein kleines Fabrikgebäude. Das ist eine teure Sache, wenn einem da mal irgendein Haus im Weg steht. Also noch ist es eine teure Sache. Das Geld vermehrt sich dann hoffentlich noch ein bisschen mehr. Kann man so eine Fabrik auch abreißen? Nee, das geht nicht.
Aber ich wollte hier noch mal so eine Straße bauen. Können wir noch was verbinden? Ja, hier hinten noch mal das kleine Stückchen. Das ist alles nicht so teuer, das können wir einfach mal in Kauf nehmen. Ach komm, was soll der Geiz? Hier noch eine dran. Vielleicht können wir noch mehr Signale dazu mal sehen. Tja, jetzt heißt erstmal abwarten. Sind gerade wieder bei einer knappen Million. Aber schwankt halt immer so ein bisschen hin und her. Knapp 200.000 im Jahr ist der Gewinn gerade. Zug 2 macht immer noch ein bisschen miese. Ja, da lädt auch schon recht ordentlich Fahrgäste ein. Das gefällt mir ganz gut. Sollte nicht mehr lange dauern, bis wir hier auch Gewinn erwirtschaften. Ist ganz cool gemacht. Es wimmelt schön. Ähnlich wie bei Banished, was mir auch sehr gut gefallen hat. Da gab es ja dann später allerdings das Problem, wenn dann zu viele Bewohner erstellt wurden oder kreiert wurden. Dann hat es mächtig angefangen zu ruckeln. Irgendwas hat da nicht hingehauen. Aber hier läuft's noch. Dachte eigentlich, die Fahrgäste nehmen noch ein bisschen mehr zu. Sonst hätten wir das mit den 90 Passagieren gar nicht machen brauchen. Aber wir lassen das jetzt. Das wird schon noch so weit kommen, dass wir die brauchen. Ich glaube, das erste, was wir dann bald freischalten sollten, ist eine neue Lok. Die fährt 5 km/h schneller und hat, glaube ich, eine größere Zugkraft, wenn mich nicht alles täuscht. Sieht schon ein bisschen schäbig aus hier. Aber cool gemacht. Man kann auch das ganze Land überblicken. Wie viele warten denn hier? 75. Okay. Da hat es sich ja doch gelohnt mit den 90 Passagieren, die wir aufnehmen können. 80. Waren gerade 80, oder? 79? Kommt schon 80. 337.000. Wunderbar. Okay, wir lassen den Zug nochmal zurückfahren. Gucken, wie viel er uns einbringt. Und dann können wir eigentlich weiterbauen. Das Geld stimmt jetzt erstmal soweit. Wir machen kein Minus mehr, sondern auch Zug 2. Also warum es manchmal die Fenster sonst wohin packt, verstehe ich auch nicht ganz. Macht langsam Gewinn, ist jetzt bei plus minus 0, würde ich sagen. Stand zwar noch ein Minuszeichen davor gerade, aber das Jahr ist ja noch nicht vorbei und der hat gerade 22 Gäste geladen. Fahrgäste. Warten allerdings schon wieder 28 in Möritz. Cool. 29, 30, 32. Ja, beeilt euch, dann schafft das noch. Ja, sieht ganz gut aus. So, der kommt jetzt auch an. Fast voll beladen. Uiuiui, das sieht gut aus. Und dann lassen wir es einfach mal auf zweifache Geschwindigkeit weiterlaufen. Es dauert am Anfang sonst einfach viel zu lange, bis diese langsamen Bahnen dort ankommen, wo sie ankommen sollen. Wenn ich jetzt wüsste, dass wir uns nicht verkalkulieren, wenn ich... Das ist natürlich dieser bescheidene
Berg im Weg oder der kleine Hügel. Dann müssten wir die Bahn hier außen rumführen. Dann kriecht die doch wieder arschlangsam hier vorbei. Oder? Der produziert doch Eisenerz. Zumindest sollte er das produzieren, tut er gar nichts zurzeit. Wir probieren mal was. Wir bauen hier auch so einen LKW-Ladeplatz hin. Dann gleich noch so ein. Genau, noch ein kleines Fahrzeug. Halt. So, Fahrzeugdepot. Und nochmal ein LKW-Ladeplatz. Hier vorne rein. Und ich hoffe, dass mein Plan aufgeht und der dann die Güter so transportiert, wie ich es gerne hätte. Nämlich das Eisenerz von da nach da. Eisenerz. So. Linie gelb ist das. Und das probieren wir einfach mal mit einem. Fuhrwerk brauchen wir, genau. So, das dauert jetzt eh wieder eine Weile, bis die Linie benutzt wird. Und ich vermute mal, dass wenn die Linienbenutzung auf Ja umschaltet, dass dann die Produktion anfängt. Gucken wir mal. Achso, genau. Ha, müssen natürlich noch die Linie zuweisen, sonst passiert ja gar nichts. Auf der Jungfernfahrt. Halt, bleib hier. Ich komme immer auf die rechte Maustaste und damit fliegt der den weg. Echt schön gemacht. Gefällt mir gut. Okay, das mit dem Schatten aufploppen ist natürlich. Ist egal, sieht trotzdem gut aus. Auch ein Geisterpferdefuhrwerk. Oder die fahren alleine. Die Pferde. Ach komm, jetzt bleibt die dran. Schade, dass davon keiner drauf sitzt. Wohnhäuser, Industrie, Geschäftsgebäude und ja, Freizeit angezeigt wird. Was haben wir noch? Höhenlinien. Tja. Bringt jetzt auf den ersten Blick nicht so viel. Und Cargo. Der Gütertransport. Ladeplatz. Hat natürlich nichts dabei, ist ja klar. Und dann geht's gleich wieder zurück. Steht noch nichts da, es dauert ja wie gesagt eine Weile. Was macht denn unsere Ölquelle? Oh, sieht gut aus. Ich denke, wir können das bei den vier. Oh yeah! Ein neues Fahrzeug ist verfügbar.
Oh Gott, ich kann kein Französisch. Aha. Kann man sich die Fahrzeuge eigentlich irgendwo anzeigen? Ich glaube nicht. Einfach so ansehen? Nee. Wir können ja mal auf so ein Depot gehen. Und da sehen wir, was es Neues gibt. Ach, Moment. Das war gar kein Zug. Ich hab gedacht, das wäre ein Zugabteil gewesen. Was ist das hier? Fast 6 Passagiere. Hält 30 Jahre lang. Verbraucht das Doppelte. Und ja, ist ein bisschen schneller. Aber wie gesagt, Passagiere werden wir damit noch nicht befördern. Das macht in meinen Augen noch keinen Sinn. Ich würde gerne auf den nächsten Zug warten, den wir freischalten können. Bevor wir eine neue Linie bauen, wir können uns ja schon mal überlegen, wo wir die ansetzen. Da passiert noch nichts. Tja. Ich würde sagen, alle Wege führen nach Neufelefanz. Und der nächste wahrscheinlich von Jelen B. Doppertin. Was ist das denn für ein Stadtname? Jelen B. Doppertin, na gut. Wie sieht es denn vom Gelände her aus? Es geht ein bisschen bergauf hier vorne. Könnte man hier vorne den Bahnhof hinbauen? Der dann? Von hier aus gesehen an die Ostseite führt von Neufelefanz. Vielleicht hier vorne nochmal einen neuen hin. Bauen wir einfach mal. Kriegen wir die Straße gleich mit? Ich setze den mal so hin. Das gefällt mir ein bisschen besser. Verbinden die ganze Sache wieder. So. Und dann brauchen wir noch einen neuen. Bahnhof, genau, Personenverkehr. Ich überlege gerade, ob wir den längs oder quer anbauen. Am besten so eine Mischung. So ungefähr. Oder hier oben. Relativ weit im Gelände drin, ist egal. Machen wir jetzt einfach mal. Na. Sehr schön. Wunderbar. Und hier hinten nochmal ein neues Fahrzeug. Okay. War ich beim verkehrten Depot? Boah, 27.000 kostet das. Tja, dann dürfen wir wieder ein Gleis verlegen. Am liebsten würde ich das. Aber wir gehen hier oberhalb von dem kleinen Wald lang. Eine kleine Trasse gebaut automatisch. Warum auch immer.
Oh. Sollte funktionieren, oder? Ja. Spitze. Neue Linie. Neue Fehlefanz Abzweig ist das also nach Jellen B. Doppertin. Gut, okay. Das ist natürlich nicht Linie 1, sondern Zug 3. So. Ich würde trotzdem noch kurz warten. Es müsste wirklich gleich ein neuer Zugtyp freigeschaltet werden. Ha! Die Borsig. 45 Kilometer pro Stunde. Schnell. Kostet uns 150.000 im Jahr. Hält auch ungefähr 30 Jahre. Kaufen. Und wieder ein paar. Ja. Jetzt geh doch mal weg. Okay, machen wir 72. Linie 3. Man kann die Linien über verschiedene Wege zuweisen. Einmal über das Bus, das Zugdepot. Jetzt wurde hier eine neue Straße gebaut, von ganz allein, das habe ich gesehen. Genau, man kann Linien einmal übers Zugdepot festlegen oder über den Zug oder das Fahrzeug selber. Und jetzt schauen wir mal hier hinten hin. Immer noch nichts. Okay, wir lassen das nochmal kurz. So, immer noch knapp 1 Million. Wie viel hast du geladen? 69. Und wie viel warten hier drüben? 46. Oh, hier wartet schon jemand. Okay, kann auch durch den Zeitvorlauf gewesen sein. Das sieht alles erstmal soweit ganz gut aus. Passagiere hat er geladen. Okay. So. Es hat sich Vergrößerung in 11 Monaten geplant. Das hat sich doch vorhin schon mal vergrößert, oder? Oder war das die Raffinerie? Nee. Auch nicht. Noch nichts. Was ist das hier drüben? Dasselbe? Eisenerzbergwerk. Tja, die Straßenfahrzeuge haben noch 6 Jahre. Bevor wir die ersetzen müssen, vielleicht gibt es bis dahin neue, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Wie sieht es denn aus mit Rotes Ütte? Bevölkerung 242, dahinter ein kleines Plus, das steigt also. Neue Fehlefanz 308. Super. Oh, noch besser. Jetzt sind die ja überall. Wir müssten alle nach oben gehen, die Diagramme.
Na, ja, es wird langsam. 222. Sagt unsere Öllinie. Ja, die macht immer so um die 120.000 plus im Jahr. Das ist gut, das ist akzeptabel. Hier stand doch gerade 11 Monate, dann sprang das auf 6 Monate. Und jetzt wieder nicht, oder was? Ach, oder kann der nicht, ich glaube, ich verstehe, warum das nicht geht. Und zwar, ist der Ladeplatz voll. Da ändern wir mal eben die Linie ab. Mal die Haltestelle hinzu und nehmen. Halt. Nein. Entfernen die. Dann können die dann hier hinten mehr lagern. Das kostet uns ja Spaß. Okay, unser eigenes Gebäude können wir für relativ wenig Geld wieder abreißen. Ah, ein Bauschild. Okay. Ich glaube, das lag daran, dass der einfach. Ah, jetzt geht's nämlich wieder, genau. Dass er nicht genug lagern konnte. Und deswegen immer wieder die Produktion anhalten musste. Ich kaufe einfach nochmal eins und wir schicken nochmal eins nach. Ich glaube, da haben wir jetzt zwei große Ladeflächen. Und die beiden, ich glaube immer eine Seite links ist für das Laden und rechts für das Abladen zuständig. Könnte sein. Okay, wunderbar. Hier laden jetzt. Hier warten jetzt auch langsam die Passagiere. Cool. Über 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sehr gut. Okay, es läuft und ich würde sagen, das war's erstmal von mir. Ich habe jetzt eine etwas längere Aufnahme-Session gemacht und dann bis zum nächsten Mal.